Tja, da ist die Spülmaschine kaputt. Hey, ich bin zufällig Ganz ein zufälligerweise bin erfahrener ich Elektriker. Elektriker. Hier meine Karte. Na, ist das nicht fantastisch? Hier ist ein Haus, das von unerklärlichen defekten Leitungen gequält wird. Und da sind Sie, ein Elektriker, mit einer kleinen Plastikkarte als Empfehlung. Ich will erst mal sehen, was Sie können, bevor ich Sie an meine Bierpumpen lasse. Sie können ja mal mit der Spülmaschine da anfangen. Wenn Sie damit fertig sind, schauen Sie sich dann mal die Pumpen an. Gut, gucken wir uns mal die Spülmaschine an. Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine kaputt ist. Vermutlich die Elektrik. Eine elektrische Spülmaschine. Sieht sogar noch älter aus als der Barkeeper. Ich benutze meine gesammelten Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrik, um den Stecker zu untersuchen. Entschuldigung. Ja, Sir? Also, ich muss jetzt los. Das würde ich nicht freuen, wenn ich die Spülmaschine einfach so stehen lasse, aber naja. Ich habe keine Ahnung, was ich hier großartig noch in dem Pub suchen soll. Ich gehe jetzt einfach mal hoch. Reden wir Hi. Mal mit ihm. Sprechen Sie Englisch? Und was ist, wenn ich Nein sage? Die Implikation von Erkennung verschleiert in Negierung. Eine sehr schöne Approximation eines Paradoxon, muss man wirklich sagen. Ich bedenke ihn mit dem Blick, den ich perfektioniert habe, als ich 12 war und der größte Hypnotiseur aller Zeiten werden wollte. Der Blick ist ein Killer. Versuchen Sie, mich zu hypnotisieren oder leiden Sie an Verstopfung? Nur dumm, dass ich außer Übung bin. Was können Sie mir über die Burg erzählen? Nicht viel, tut mir leid. Das meiste Ihrer Geschichte ist in Vergessenheit geraten. Ja, aber wenn diese alten Steine sprechen könnten, was für Geschichten wüssten die zu erzählen? Geschichten, bei denen sich die Zehennägel aufrollen und das Blut gefrieren würde. Wissen Sie, das Schloss soll angeblich über 600 Jahre alt sein. Soll das nicht sogar noch älter sein? Er hat auch irgendwas vom 10. Jahrhundert geredet. Haben Sie Dr. Peacon gesehen? Nein. Der hat gepackt und ist verschwunden. Wissen Sie wohin? Zurück nach England, nehme ich an. Haben Sie einen roten Sportwagen die Straße runterkommen sehen? Ich habe einen roten Blitz gesehen und den Krach gehört. War ein furchtbares Geräusch. Ein Sportwagen, sagen Sie? Ein Ferrari, um genau zu sein. Ein Rennwagen? Und was macht er hier? Der arme Kerl hat sich bestimmt verfahren. Eigentlich hat er jemanden überfahren. Der Fahrer des Ferraris hat einen Unfall verursacht. Ach ja? Yeah, er hat jemanden vor der Bar umgefahren. Was für ein Idiot. Wie konnte sowas passieren? Er war zu schnell. So schnell, dass er direkt unter das Auto gerannt ist? Ich meinte, das Auto war zu schnell. Der Idiot hätte das Auto doch wenigstens hören müssen. Vielleicht kennen Sie ja den Mann, der vom Ferrari angefahren wurde. Er heißt Sean Fitzgerald. Oh, den kenne ich wohl. Das ist mein Neffe, der Idiot, der meinen Heuwagen beladen hat. Hat ihn das Auto voll erwischt? Oh nein, anscheinend war er nicht verletzt, aber er wurde entführt. Das ist ja eine Erleichterung. Echt, er ist nicht gestorben? Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung von früher. Wollen Sie Ihren Neffen nicht suchen? Wozu? Nach dem, was Sie erzählen, ist es eh zu spät. Sie könnten die Sache der Polizei melden. Lieber nicht. Und überhaupt, was sollen die denn dabei tun? Sie könnten eine Suche organisieren. Die beiden haben zusammen mal gerade ein Fahrrad. In Sachen bessere Beschleunigung würde ich mein Geld jederzeit auf den Ferrari setzen. Oh je, der arme Kerl. Ich denke, Sie sollten wissen, in was Sean hineingeschlittert ist. Ich bin nicht sicher, ob ich's wissen will. Aber Sie sind sein Onkel, sein eigen Fleisch und Blut. Sie haben ja recht. Aber was soll ich machen? Wenn ich den Heuhaufen hier nicht bewache, kommt vielleicht so ein Idiot und versucht hinaufzuklettern. Das ist ein schreckliches moralisches Dilemma. Hier bleiben und diese potenziell tödliche landwirtschaftliche Konstruktion bewachen?
Oder sich auf die Suche nach dem Superneffen zu machen. Nach jenem Mann, der für genau diese Gefahr verantwortlich ist? Darüber muss man erst einmal nachdenken. Wieso? Da gibt es doch überhaupt kein Problem. Sie haben recht. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Wir reißen den Heuhaufen einfach ab. Sie müssen den Heuhaufen doch nicht demolieren, nur um nach Sean zu suchen. Ich bleibe an Ihrer Stelle hier und warne alle, die dämlich genug sind, darauf zu klettern. Fantastisch! Ich denke, ich sollte meine Nachforschungen in der Bar beginnen. Er so viel dazu. Er zog in Richtung auf McDavids Bar los und gab mir Gelegenheit, mich mit dem Heuhaufen zu beschäftigen. Irgendwie habe ich Angst, dass wir ganz fies darunter fallen werden, wenn wir es versuchen. Wie weit können wir denn hier nach links gehen? Nicht besonders. Selbst als ich mit aller Kraft drücke, hat das keinerlei Effekt. Sie bewegen sich einfach nicht. Ich sollte vielleicht doch mehr Sport treiben. Ja, das sollten wir alle. Wir alle sollten mehr Sport treiben. Ich sollte überhaupt mal Sport treiben. Wir speichern mal. So. Dann klettern wir mal eine Runde. Der Stapel aus Heuballen reicht bis kurz unter den Rand der Mauer. Ich kann mich recken, so viel ich will. Die Mauerkrone ist außer Reichweite. Was mir fehlt, ist ein Stück aus Alice Wunderland. Da. Ich stecke meinen Finger in den schmalen Riss. Er führt etliche Zentimeter in die Mauer hinein. Ha! Ich stecke das Ende des Werkzeugs in den Riss und schiebe den Deckelheber mit Schwung hinein. Er bleibt in der Wand stecken und sieht wie eine extra dafür gebaute Trittstufe aus. Perfekt. Oh Gott, der Ziegenbock. Da kommen Erinnerungen hoch. Ich kann mich nicht mal an viel erinnern, aber an den Ziegenbock erinnere ich mich noch so halt. Also, dass es ihn gibt. Mehr weiß ich aber jetzt gerade auch nicht. Was ist das denn? Ah! Au! Der Stock, mit dem die Ziege festgebunden ist, hat sich in der alten Pflugschar verheddert. Und jetzt? Ah, geh ich halt da runter. Wahrscheinlich hätte mich die Ziege sonst umgestoßen, wenn ich versucht hätte, da runter zu klettern. Okay, hier sieht's interessant aus. Als ich meine Finger in das weiche weiße Pulver stecke, wird mir klar, um was es sich handelt. Gips. Damit habe ich im Kindergarten Abdrücke von Pfotenspuren gemacht. Gips, es musste Gips sein, es konnte nichts anderes sein. Kann ich mir welches nehmen? Ich greife in den Sack, aber der ist leer. Kann ich nicht, okay. Die Statue ist zu schwer. Ich kann sie nicht hochheben. Sie verliert das Gleichgewicht und fällt in den Sand. Stellen wir sie wieder auf. Sie hat einen Abdruck hinterlassen. Als ich den Stein aufstelle, bemerke ich, dass er ein paar Löcher im Sand hinterlassen hat. Dann schauen wir uns das doch mal an. Ich stecke meine Finger in die fünf Löcher, die der heruntergefallene Stein hinterlassen hat. Echt komisch, sie passen perfekt. Seltsam. Ich stecke meine Finger und den Daumen in die Löcher in der Wand. Nichts geschieht. Da muss die Statue wohl rein. Ich versuche die Platte zu bewegen. Vergeblich. Habe ich nicht irgendwas, mit dem ich das hochheben kann? Ach nee, Moment. Ich streue Gips auf den Sand, bis die Löcher gefüllt sind.
Ich streiche den Gips auf dem Sand glatt. Dies ist meine erste Erfahrung in puncto Heimwerken. Und nun? Ich bin verwirrt. Ich glaube, ich sollte noch mal nach oben gehen. Ach, die Tränke war ja kaputt. Gibt es irgendwas, was mir nützlich erscheint? Nee. Das gibt's doch nicht. Muss ich hier irgendwas finden? Ich stecke meine Finger. Ja. In der Wand kann man 5 Löcher sehen. Sie sind dort wohl mit Absicht gebohrt worden. Die Sandfläche, auf die Statue gefallen ist, ist mit Gipssplittern übersät. Ja, das ist mir klar. Ich streiche den Gips auf den... Jo. 50.000 Mal glatt gestrichen, okay. Hinter dem Altar befindet sich eine geschnitzte Platte, die mit Tieren, Vögeln und Pflanzen ausgeschmückt ist. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Wohl mit dem Handtuch vielleicht. Moment. Bringt das Handtuch mir irgendwas? Anscheinend. Ich wringe das Handtuch so kräftig aus, wie ich nur kann, aber es ist fast gar nicht feucht. Ich brauche das Handtuch nass und so. Ja. Hier sind Pfützen auf dem Boden. Die kann ich nicht verwenden dafür, so wie ich die Sache sehe. Nee. Das geht nicht. Ha. Weiß der Junge vielleicht noch irgendwas? Hey, McQuire. Was? Nee. Bis später dann. Okay, Mister. Obwohl, vielleicht der Gips? Irgendwas hey, mit dem Gips? Was? Weißt du, was das für weißes Pulver ist? Nö. Okay. Bis später dann. Okay, Mister. Dann nochmal in die Bar. Vielleicht kriege ich ihn dazu, mir diesen Draht zu geben, was auch immer ich dann damit machen soll. Aber haben ist besser als nicht haben. Was? Wenn ich eine Frau wäre, also mir würde so eine Drahtkette nicht gefallen. Ist auch nicht für eine Frau. Ich habe Gelüste auf was Besseres als Frauen. Fleisch, so zart und weich wie das einer Jungfrau. Knochen, so weich und weiß wie bei einem neugeborenen Kind. Kaninchen, Junge, das heizt mich an, Mann. Okay. Er will Kaninchen essen. Was halten Sie von diesem weißen Pulver? Boah! Heufieber. Wegen Gips. Hey, wollen Sie mir die Hand... Nein, lieber nicht. Bis dann. Ich muss das Handtuch irgendwie nass machen. Kann ich vielleicht... Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine kaputt ist. Vermutlich die Elektrik. Ich habe eine Idee. Hi. Wisst ihr, was ich vorhabe? Ah. Na komm. Wo bleibt dein Heufieber?